Herzlich willkommen hier bei uns in Göppingen am Industrietag. Schön, dass Sie mit einem Stand bei uns hier vertreten sind. Würden Sie sich vielleicht und Ihr Unternehmen kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Michael Mayer-Rosa. Ich bin Vice President Marketing bei der Firma Synapticon. Synapticon hat die Location in Schöneich bei Böblingen. Wir sind aktuell 75 Mitarbeiter, so noch ein bisschen im Startup-Level, haben aber 25 Nationen angestellt, das heißt relativ international, und beschäftigen uns mit der Antriebstechnik in der Robotik und im HGV-Bereich. Und sind ein stark wachsendes Unternehmen aktuell, aufgrund natürlich der Robotik, die wo großen Hype bekommen hat. Was macht die Unternehmen denn besonders attraktiv für Studenten und Studierende? Wie ich eben sagte, wir sind noch ein Startup, aber noch schon 10 Jahre alt, aber immer noch jung, weil wir 2017 ein Reset gemacht haben. Wir kommen ursprünglich aus der Dienstleistung, haben Software und Hardware für externe Kunden entwickelt, haben aber dann irgendwann gesagt, das, was wir können, können wir auch selber verkaufen, und haben dann 2017 gesagt, okay, wir produzieren unsere Produkte selber. Heißt für Studenten, bei uns gibt es viel Umtrieb, viel Hightech. Wir sagen immer von uns aus, hack the physics. Wir schaffen es, die Physik tatsächlich zu umgehen mit unserer Technologie und die Robotik und Antriebstechnik zu verändern. Und haben Sie besondere Bereiche, in denen Sie gerade nach Studierenden, nach Praktika Stellen haben oder für Absolventinnen auch offene Stellen? Bei uns läuft es so aktuell mit offenen Stellen. Wir fordern die Studenten auf, ihre Initiativbewerbung zu machen. Mhm. Wir gehen jetzt nicht den klassischen Weg wie die Konzerne, wo sagen, ich habe eine Riesenliste an Aufgaben, was ich anbiete. Wir gehen eher dazu und sagen, okay, ich habe jetzt einen Studenten, und wo finde ich für diesen Studenten in unserem Unternehmen das passende Projekt. Da wir ein Startup sind und viele aktuelle Themen haben in der Robotik, Antriebstechnik, auch der HGV-Bereich ist sehr stark am Kommen, und die neuen Produkte, die wo wir entwickeln, ist es relativ flexibel von dem Bereich Hardware, Elektronik, Software, aber auch ein kleinerer Teil eher Mechatronik, wobei Mechatronik natürlich hier ein dehnbarer Begriff ist. Mechatronik gibt es ja verschiedene Schwerpunkte. Mhm. Das heißt, das muss man einfach dann in dem Moment schauen, wo derjenige am besten reinpasst. Aber wir haben einige Praktikas gerade am Laufen, ja. Super, vielen Dank. Und dann noch eine letzte Frage. Wie sieht es bei Ihnen aus mit Vereinbarkeit von Job und Freizeit in Ihrem Unternehmen oder auch mit Homeoffice, gerade auch auf die rückblickende Zeit? Mhm. Ein wichtiger Punkt, muss ich auch dazu sagen, ist bei Synapticon sehr hoch gesetzt. Mhm. Die Krise, Corona, hat uns jetzt indirekt nicht wirklich betroffen, weil wir schon flexibel vorher gearbeitet haben. Mhm. Wie ich vorher gesagt habe, wir haben bei uns 25 Nationen angestellt. Unsere Hauptsprache ist Englisch im Unternehmen. Heißt auch, wir haben verschiedene Mitarbeiter in anderen Locations sitzen. Wir haben eine Niederlassung in den USA, wir haben in China, aber auch in Belgrad haben wir Engineers Office, da die Founder ursprünglich aus der Ecke rauskommen. Mhm. Wir arbeiten ein neues Konzept aktuell auch aus, das heißt Work Everywhere. Das heißt, wir wollen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sagen, ich gehe jetzt mal noch 2 Monate nach Italien und arbeite aus Italien. Oder auch mit Familie, ist immer so die Sommerferien, wie kriege ich die Zeit in 6 Wochen aufgeteilt auf 2 Urlaube irgendwie. Ja. Sagen wir, hey, vergess es einfach, geh in Urlaub und arbeite vom Urlaub aus, weil diese Offices, was es gerade gibt, wo man sich einmieten kann oder reinsitzen kann. Ich kann überall remote arbeiten. Und das ist bei uns hoch angesetzt. Vielen Dank Ihnen für Ihre Zeit und für das Interview. Und ja, noch viel Erfolg hier auf der Messe. Vielen Dank.